Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von City Skylines, die PS5-Version sozusagen in unserer Winterstadt Ice Cold. Wir haben ja schon beim letzten Mal endlich für Müll gesorgt, also nicht für Müll gesorgt, sondern für die Müllentsorgung gesorgt. Und ihr seht da im Hinten so ein paar filmische Highlights unserer kleinen Stadt. Eine schöne Winterlandschaft geworden. Wir haben also das Paul Baker Viertel, was ihr jetzt da quasi seht. Das ist das erste Viertel, was wir gebaut haben. Am Rand an der großen Straße seht ihr so ein paar Läden und Dienstleistungsgeschäfte und solche Sachen. Und wir haben eine Schule gebaut, Grundschule und Oberschule oder weiterführende Schule. Wir haben eine Schneepflugstation gebaut. Ja, und wie gesagt, beim letzten Mal uns auch darum gekümmert, dass der Müll aus der Stadt rauskommt. Das ist mal, glaube ich, auch ganz wichtig. So, hier ist das Paul Baker Viertel. Mittlerweile haben wir 715 Einwohner quasi. Hier haben wir dann so ein bisschen Müllstation gebaut und auf der anderen Straßenseite dort haben wir auch eine Müllverarbeitungsanlage gebaut. Was ist denn da? Fliegt da irgendwas? Da flog doch gar nicht was. Egal, vielleicht war es auch nur eine Drohne. War das eine Drohne oder was? Ist egal. So, das haben wir natürlich extra so ein bisschen so platziert, dass das nicht in unmittelbarer Nähe unserer kleinen Siedlung ist quasi. Und hier unten haben wir die Müll, die Wasserentsorgung und oben haben wir die Wasserversorgung. So, heute habe ich mir vorgenommen, ich würde mal so einen Busbahnhof oder sowas bauen, denn wir müssen ja auch irgendwie mal gucken, dass wir die Leute von A nach B kriegen und wir brauchen auch natürlich noch ein Industriegebiet. Das soll übrigens dann da oben hinkommen, das Industriegebiet, das hier oben dann quasi irgendwo da angesiedelt wird. Ich weiß noch nicht genau, womit ich mit anfangen möchte. Mal gucken. Wie sieht es mit dem Verkehr aus? Das muss man immer mal wieder zwischendurch kontrollieren. Also das scheint ganz gut zu funktionieren. Unsere Stadt hat da bis jetzt, irgendwie so groß ist es ja auch noch nicht, auch kein Problem quasi. Alle Fahrzeuge können da vernünftig rein und rausfahren. Das ist schon mal ganz schick. So, okay. Ja, Busbahnhof. Also ich möchte ja natürlich auch irgendwie einen Bus machen. Ein großes Busdepot quasi, was dann die einzelnen Viertel irgendwo zusammenführt. Und das Ganze soll dann irgendwo bei einem Bahnhof enden. Und den Bahnhof, wir haben hier oben Bahnlinien. Den Bahnhof würde ich gerne, den Hauptbahnhof, eigentlich irgendwo hier so hinsetzen. Das ist ja die Verbindung, die von außen reinkommt. Ich gucke mal, was wir für Bahnhofsgebäude haben. Zug. So, da haben wir den Bahnhof und einen Güterbahnhof. Ne, das ist noch nicht das, was ich haben möchte, glaube ich. Da gibt es noch schickere Sachen, oder? Aha. Gläserner Transportknoten. Dieser Bahnhof ist ein Transportknoten für U-Bahn und Züge mit mehreren Bahnsteigen. Bauen wir U-Bahn? Bauen wir U-Bahn, ja oder nein? In so einer Eisstadt wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Oder bauen wir das mit normalen Zügen aus? So, was haben wir hier? U-Bahnhof mit Platz. Das ist nur ein reiner U-Bahnhof. Hier haben wir einen Bahnhofsknoten mit Übergang. Ein Bahnhofsknoten mit mehreren Bahnsteigen auf zwei Ebenen, um Schienennetzwerke zu verbinden. Das ist gut. Das gefällt mir schon mal gut. Das gefällt mir gut. Bahnhof Alter Markt. Okay. Erhöhter Umgebungsbahnhof, ja. Nein, eigentlich habe ich ja schon entschieden. Bahnhofsknoten mit Übergang, das gefällt mir ganz gut. Ja gut, ich brauche eine Straße, das ist ja auch mal klar. So, okay.
Okay, das ist natürlich schon, da brauchen wir eine größere Straße. Okay, also werden wir erstmal hier. Einen Kreisverkehr bauen. Kreisverkehr ist immer ganz schick, finde ich. Gerade so für den Zubringer, den wir hier haben. Dann setzen wir hier eine Einbahnstraße, aber bitte dran, damit mir da keiner reindengelt, ne? Das wäre ja nicht so schick. Also ist okay. Und hier auf der anderen Seite machen wir das auch so. So, damit haben wir das schon mal geregelt. Wir haben hier Dreifachstraße. Okay, das ist okay. So, jetzt würde ich dann hier eine sechsspurige Straße weiterführen wollen. Die machen wir mal hier hin, damit wir da kein Risiko eingehen. Setzen wir daran den Bahnhof. So, und zwar in diesen hier. Genau, und zwar auf der anderen Seite. Ah, gefällt mir noch nicht so ganz. Der soll mehr hier hin. Der soll mehr hier hin. Das heißt, wir müssen da noch so eine schicke, schöne Straße rumrum bauen. Setzen wir doch mal eine schöne. Was haben wir denn hier? Straßenbahngleise. Macht das Sinn? Macht das Sinn, vor dem Bahnhof noch Straßenbahngleise zu setzen? Ja, macht es. Was haben wir hier? Oberleitungsbus? Nee, das mag ich nicht. Breite Allee mit Gras. Breite Allee mit Busfahrspur. Was haben wir hier? Ich hätte gerne bei den großen Straßen. Was haben wir denn da noch alles? Fracht, das brauchen wir nicht. Na, das Einzige, wo wir tatsächlich Straßenbahn Schienen haben, oder wir machen dort, ich überlege, ich bin noch nicht sicher, ob wir U-Bahn oder Straßenbahn machen, aber das kann ich dann separat machen. Insofern mache ich da erstmal eine große Straße mit Busfahrspuren. Genau, mit Busfahrspuren. Ja, so machen wir das. So, muss ich mal eben ein bisschen tricksen. Ist das jetzt mit Busfahrspur? Ja, genau. Bus und Taxi. So, dann kommt jetzt unser ausgesuchter Bahnhof. Und zwar auf diese Seite. So ein bisschen hier an die Seite. Dann kann ich nämlich da mit den Zuglinien weiterfahren. Oder? Oder so? Nein. Wir setzen ihn mal mittig hier vor. Wir setzen ihn mittig hier vor. Was war da noch alles jetzt im Angebot hier? Okay, das sind besondere Brücken. Was haben wir hier? Nein, das brauche ich jetzt nicht. Nein. So, das finde ich schon mal ganz schick. Das sieht man am richtig guten Bahnhof aus. Okay. Ja, Strom brauchst du, das ist mal klar. Sonst wird es etwas schwierig. Also holen wir mal eben Strom rüber. Wie gesagt, das soll alles nachher wieder weg. Das ist jetzt nur dem geschuldet, dass wir da ein bisschen vorplanen müssen. So,
Okay. So, das heißt, ich hole mir jetzt von hier die Gleise von dieser Durchfahrtsstrecke hier. Und binde die mal hier quasi an. Und zwar gibt es hier auch tatsächlich Einbahngleise. Glaube, das gefällt mir ganz gut. So. Hier nicht drei Gleise. Ah, so geht das. Okay. Ich kann ja nicht. Ah, okay. Verstanden. Verstanden. Na, dann ist es doch gut. Dann ist es doch eigentlich genau das, was wir wollten. Dann kann ich das doch hier. Jo, so geht's doch. Und auf der anderen Seite machen wir das doch genauso. Gut, das heißt, wir haben da schon mal erstmal einen Bahnhof angeschlossen. Warum das jetzt allerdings unterirdisch ist, ist auch ein bisschen doof, ne? Vielleicht hätte man das noch ein bisschen planieren können eigentlich. Das hätte man, glaube ich, noch ein bisschen terraformen können. Vielleicht können wir das auch jetzt noch machen. Mal gucken, ob das noch klappt. So sieht es ein bisschen geschmeidiger aus, finde ich, oder? Na, dieser Hügel, da geht nicht weg. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass ich mir ein Niveau aussuche. Meine ich. Muss ich noch mal gucken, wie das genau funktioniert. Bin ich jetzt nicht so ganz sicher, bin ich ganz ehrlich. Ich hab das ja auch schon mal gemacht, aber es ist halt schon so ewig her. Okay. Aber es sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, hier gehen wir jetzt noch ein bisschen runter, auch damit, mit dem Geländeniveau. Vielleicht muss ich auch die Eisenbahnlinie erstmal nochmal wegnehmen. Dass das dann ein bisschen besser aussieht. Aber so ist doch nicht schlecht, oder? Zug fährt rein, kommt hier rein. Hier wird
Hier wird innen drin verteilt. Und da oben kann man mit dem nächsten Zugknoten weiterfahren. So ist doch recht. Und wir haben hier draußen einen Parkplatz stehen, der angefahren werden kann. Das gefällt mir schon ganz gut. Das gefällt mir schon ganz gut. So, das heißt, wir würden jetzt versuchen, hier wieder nochmal ein paar Leitungen zu ziehen, sozusagen. Ein paar Leitungen ist auch gut gesagt, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt ein bisschen tricky. So, das sieht doch schon mal schön aus. Okay, so, das heißt, wir bringen jetzt erst einmal einen Zug. Was ist denn da hinten los? Kein Strom? Ah ja, ja, die haben keinen Strom. Okay. Das ist nicht gut. Kein Strom heißt keine Kohle. Keine Kohle heißt keine Leute. So. Zack. Okay. Da müsste dann jetzt auch Strom da sein. Demnächst. So, schauen wir mal. Da kommt also der Zug an. Gut, dann würde ich jetzt hier irgendwo in der Nähe den Bahnhof bauen und auch einen Busbahnhof bauen. Aber das schauen wir mal. Nein, das gefällt mir nicht. Ja, das ist schöner. Das ist schöner. Okay, so. So, das heißt, wir werden jetzt hier nochmal eine Straße reinsetzen wieder. Mit Buslane quasi. Das mal so provisorisch, mal gleich mal gucken, was wir da für einen Bahnhof genau brauchen. Kann auch sein, dass ich das mal auf die andere Seite mache. Das ist mir, glaube ich, lieber auf die andere Seite der Straße. Da bauen wir erstmal die Zuglinie noch ein Stück weiter. Das sind eigentlich zwei Gleise. Ja, ne? Genau. Gut. So, da können wir uns dann auch nochmal, möchte ich nicht so einen normalen Bahnhof eigentlich haben.
Ein erhöhter Umgebungsbahnhof. Ach, guck mal, das ist doch auch nicht so schlecht. Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Ja. Ist denn da die Anbindung? Ah, neben der Straße, okay. Verstanden. Das heißt, ich muss jetzt hier. Muss jetzt hier. Oh, das ist Quatsch. Wir haben es ja extra runtergeführt. Damit, das ist ja eigentlich Mumpitz. Oder? Nee, so doof ist die Idee gar nicht. So doof ist die Idee gar nicht. Dass man dann unterher noch herfahren kann. Dann brauche ich auch die Brücke da nicht runterführen. Okay, das heißt, wir werden jetzt hier sechsspurige Straße noch ein Stückchen weiterschieben. Werden mal so ein bisschen die Straßen, die Eisenbahn wieder abreißen, aber dann gar nicht so weit runterkommen müssen. Das ist doch gar nicht schlecht. So. Und jetzt werden wir sehen, dass wir da wieder eine schicke Straße mit Bus setzen und dann den bereits ausgesuchten Bahnhof. Hier könnte man den zum Beispiel platzieren, aber das will ich natürlich nicht. Ich muss ja die Straße da weiterführen. Also werden wir die Straße hier mal weiterführen und jetzt den Bahnhof setzen. Genau. Ja, so ist doch cool, oder? Das finde ich gar nicht schlecht. Das finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Das ist doch gar nicht schlecht. Das ist doch gut. Das ist doch gut. So, dann werden wir jetzt dafür sorgen, dass die Eisenbahnschienen da in die Richtung kommen. Warum dockt er da nicht an? Okay. Das ist natürlich blöd, dass er da nicht andockt. Scheiße.
Wahrscheinlich, weil der da ein bisschen erhöht ist oder was? Das ist natürlich doof. So, erstmal reißen wir das hier auch mal wieder ab. Warum, sage ich euch jetzt sofort. Ich hoffe, das klappt jetzt. Wenn ich mich jetzt nicht ganz so sehr verschätzt habe, müsste das in etwa hier drauf zu. Ah, das ist doch noch nicht ganz hundertprozentig. Ist gut. Dann können wir mal gucken, dass wir da drauf hinauslaufen, ne? Genau. Ja, das sieht ganz gut aus. So, dann gucken wir mal, dass wir das in diesem Bahnhof da hinkriegen. Der mir echt gut gefällt. Das ist ein U-Bahnhof. Habe ich mich da vertan gerade? Erhöhte Umgebungs-U-Bahnhof. Na, da kann ich ja auch nichts anderes anschließen. Das ist ja mal auch mal klar. Und ich bin die ganze Zeit schon hier so am Film. Ich drehe hier so. Sorry, Leute, ich habe die Folge irgendwie ein bisschen verdattelt, aber ist nicht so schlimm. Dann auch noch schlecht aufgenommen. Tut mir echt leid. Ich hoffe, ihr konntet halbwegs was sehen. Aber ich kann jetzt die ganze Folge nicht nochmal aufnehmen. Das geht nicht. So. Das geht schon mal. So, stellen wir hier nochmal einen Stromdings hin. Sodele. Das haben wir wieder mal einen kleinen Bahnhof hier hingesetzt. Ja. Okay. Und seid nicht böse, dass ich die Folge quasi ein bisschen doof aufgenommen habe. Aber mein Gott, kann halt passieren, ne? Kann halt passieren. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal nochmal wieder. Und dann wird es vielleicht ein bisschen besser. Alles klar, ihr Lieben. Tschüss und ciao, euer Toffi.